Hey ho, willkommen zurück bei Let's Play Fallout 3. Yo, wo sind wir hier? Wir sind in einem Haus in Minefield und plündern hier. Unsere Lieblingsbeschäftigung, plündern. Das ist so geil in Fallout, echt. Das macht am meisten Spaß. Ja, und ja, wir haben eigentlich nur geplündert in der letzten Folge. Und jetzt werden wir weiter plündern, bis wir fertig sind plündern. Und, oh, die moderne Zuhaltung. Dann werden wir nach Megaton zurückkehren. Ach ja, da war ich ja schon. Jo, wird super. Ich bin immer noch total überladen. Die moderne D. Zuhaltung. Dietrich. Naja. Das Gehechle von ihm geht mir. Ich weiß nicht, warum ich so Aggression auf Fleischklops habe. Ich mag Hunde. Ich habe mich auch so gefreut, als ich ihn bekommen habe. Aber irgendwie hat er mich, dass er mich nicht beschützt hat. Ich glaube, es hat mein Vertrauensverhältnis zu ihm gebrochen. Ich glaube, das war's. Er hat mich vor den Kakerlaken nicht beschützt. Ich meine, vielleicht dachte er, das ist keine wirkliche Bedrohung, aber das nützt doch nichts. Oder ändert nichts daran, dass ich Angst hatte. Oh, lecker, lecker essen. Ich brauche echt Essen. Ha? Schubidu? Wofür habe ich dich denn angestellt? Komm, lass uns hochgehen. Da liegt jemand im Bett. Warum tut derjenige das? Das verstehe ich nicht. Krücken. Ledergürtel. Vorkriegsbuch. Geh mir aus dem Weg. Oh. Meins. Geh. I. Oh. Na, nicht ganz. Den Whisky ziehe ich mir gleich rein. Einfach weil ich überlastet bin. Na, unter Hilfe findet man Whisky. Der gute alte. Gut, danke. Der gute alte Whisky. Krücke. Schmutzige, ungezwungene Vorkriegskleidung. Ja, damit. Oh, die Armen, guck mal. Die Armen mussten sterben, weil sie nicht in die Vault durften. Aber soweit ich weiß, bin ich ja auch nicht in der Vault geboren. Wenn ich da richtig aufgepasst habe, da hat sich ja jemand verplappert. Was heißt verplappert? Das wurde mir, glaube ich, auch erzählt. Oh, Alter, wie viele Vorkriegsbücher. Krass. Krass. So, ich glaube, wir sind hier fertig. Komm, Fleischklöpschen. Ich weiß nur nicht, ob ich in dem Haus schon war. Ich weiß sowas ja immer nicht. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Dem waren wir doch schon, oder? Ich habe mir das ja nicht gemerkt. Nee. Guck mal. Ungezwungene Flocke. Hast du kontrolliert oder was? Alles clean? Gut. Wehe, ich finde was. Bist du gefeuert, mein Freund? Ich wollte die Aggression auf ihm schieben, ey. Ach, da habe ich doch extra welche weggeschmissen von. Warum sammle ich den schon wieder auf? Ich habe so viel. Ich habe jetzt schon die Jalousie runtergemacht. Ich sehe jetzt auch mehr. Aber immer auch nicht genug. Deswegen sehe ich. Da war ich schon, ja. Meine Güte, ich muss noch einen Whisky trinken. Hat nichts gebracht. Sonstiges.
kommen, davon haben wir doch extra welche weggeschossen. Kernspeicher. Sensormodul. Schindflamme, Vektormeld. 10 oder es sind 30. Die ist auch voll schwer, aber na gut. Was soll man machen, ne? Was soll man machen, Leute, wenn ich keinen Platz habe? Ja, ich weiß, ich könnte nach Megaton reisen. Bla, bli, blub. Ich habe jetzt keinen Bock. Weil wenn man da einmal mit anfängt, wo soll das enden? Das auf mich rumzuschieben? Wo soll das enden? Dann wird man das jedes Mal machen und kommt nie weiter, wenn man immer wieder sich zurückbeamt. Ich sitze vorm Monitor wie jemand, der eigentlich eine Brille braucht und versucht, an der Tafel zu gucken. Und so hinstiert, weil ich so wenig sehe. Es ist so dunkel. Oh, hallo. Ich nehme die jetzt noch einmal mit, aber wenn ich die jetzt nicht reparieren kann, dann ist mir das egal. Okay, ist genehmigt. Wir sind ja... Oh. Danke. Hallo? Hallo. Eine Lunchbox, das ist nicht zum Essen, auch wenn es so klingt. Hm? Da ist was. Cherry Bomb, ich brauche aber Zuckerbomben, aber die kann ich auch essen, oder? Cherry Bombs? Kann man die essen? Ich weiß es nicht so recht. Ich glaube nicht. Auch wenn es ganz danach klingt, als wäre es was zu essen. Was? So, du hast dich hingesetzt. In der Kommode war ich, ne? Ja. Ach, voll vergesslich heute. Total vergesslich. Kommode? Mach nur das Vorkriegsgeld, obwohl ich auch nicht weiß, wofür man das brauchen sollte. Ich glaube nicht, dass man damit was anfangen kann, oder? Der macht das doch random, oder? Der bellt doch einfach so. Wieso kann ich den Schreibtisch nicht öffnen? Staubsauger. Hauptsache den Staubsauger kann ich mitnehmen. Aber den Schreibtisch nicht öffnen können. Habt ihr irgendwas mitgenommen, das hier? Auch ein Safe drunter. Ah, hallo. Na, noch weiter? Oh. Nee, ich glaube, es war weiter oben. Hier so. Nee, da so. Nein, immer nicht. Danke. Laserpistole. Ja, die muss ich reparieren, dann geht das wieder. Laserpistole. Ach ja, das reparieren. Hab ich überhaupt was für? Ich hab sogar Energiezellen. Wahnsinn. Wahnsinn! Wahnsinn, ich will wieder aufstehen. Danke. Ich will den Schreibtisch aufmachen. Warum kann ich den Schreibtisch nicht aufmachen? Ist voll buggy. Oh komm, Dogmeat, wir sind fertig. Alter, wie schnell bist du die Treppe runtergekommen? Ups. Ne? So, da oben im Haus waren wir. Wollen wir nochmal da hochgehen zum Wasserturm? Vielleicht glaubst du? Kommst du mit? Klar, kommst du mit. Das ist ja gar keine andere Wahl. Eieiei. Nervenkitzel. Liegt hier irgendwer neue Minen aus? Oh nein. Puh, nochmal Glück gehabt. Oh Gottes Willen. Die habe ich super spät gesehen. Die auch. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Jetzt bin ich schon wieder überladen wegen diesen Kack-Mimen. Ach ja.
Kann ich den hier rausschmeißen? Ist sie dann aktiv? Ach komm, die schmeißen wir jetzt endlich weg. Alles. Oh, da ist ja noch eine. Ausgelegt. Man, so viele doch nicht. Wahnsinn. Oh, die Sonne. Die schöne atomare Sonne. Was? Was? Wo ist Dogmeat? Dogmeat? Oh nö. Ist er tot? Nee, ich glaube, man findet den dann irgendwo bei der Vault, ne? Wo ist denn der? Toll. Ich bin schon wieder allein. Jetzt bin ich gerade ein bisschen pissig, ne? Ein ganz kleines bisschen. Aber tot ist er nicht, oder? Das wüsste ich. Mhm. Oh, das ist nicht gut. Da muss ich mir gleich nochmal einen reinsaufen. Ach nee, wir haben ja genug. Ah, da bist du ja! Wo warst du denn? Ich vermisst. Oh. Mann, Mann, Mann. Ja. Ja, wo warst du? Frauchen hat sich Sorgen gemacht, du. Ja. Fleischklops. Hast du irgendwie getötet, oder was? Ui, was hat der denn alles? Ui, hallo. Ja, das brauche ich nicht. Scheinjajaj. Dann können wir endlich den Knüppel hier wegwerfen. Moment, wo ist er denn? Baseballschläger, das Offizierschwert nehmen wir dann auf die. Ne, auf die 3 war das. Ha! En garde! En garde! Nee. Gut, dann schmeiße ich aber eins wieder. Na gut, hier haben wir noch Platz. Dogmeat! Ich freue mich so, dich zu sehen, auch wenn ich dich manchmal fertig mache. Jetzt bin ich doch. Was ist das? Hast du es auch gesehen? Was ist es? Das ist ein Hund. Das sind 2 Hunde. Oh mein Gott, lass Dogmeat in Ruhe! Ich habe auch, glaube ich, nicht die richtige. Ja, einer ist tot. Lass Dogmeat in Ruhe! Hey, ich hoffe, du bist gegen Tollwut geimpft. Kein Bock, dass Dogmeat Tollwut bekommt. Und auch so aussieht wie du dann, ohne Fell und. Geht's dir gut? Ja? Brauchst du ein Stimpack? Ja? Brauchst du eins? Nein, ne? Du machst das schon selber. Das finde ich auch total geil. Ich glaube wirklich, wenn man dem Stimpack gibt, dann gibt man dem das nicht, dass er das sofort bekommt, sondern... Ups. Der teilt sich das dann sozusagen selber ein. Und, und nimmt das, wenn er es braucht. Wenn ich das... Ach, komm weg, Gott. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich dachte, das wäre eine Leiche. Boing. Keine Leiche. Dogmeat, uns kann nichts aufhalten. Dich und mich. Endlich hat er mal was getan. Lauf mir am besten nicht hinterher, sonst musst du wieder 500 Umwege gehen. Weil du nicht über einen Stein rüberkommst. Hm. Ne? Schnuggi? Hier gibt's hier Wasser oder was? Ah, ob ich daraus jetzt trinke, kriege ich Red. So, ich glaube, es ist soweit. Wir können nach Megaton. Ich werde aber die Schnellreise benutzen, weil ich schon sowieso so viele Parts brauchen werde, bis ich das Spiel durch habe. Da
dass wir uns wenigstens diese Laufwege, wo wir schon waren, sparen können. Ihr wollt ja nicht, dass ich 500 Parts mache. Was? Dogmeat? Die habe nicht ich getötet. Ich schwöre es. Das war ich nicht. ja. Einfach weil ich so viel immer sammle und alles. Deswegen wird das Und so ewig jedes dauern. Auge soll mit seinem Ruhm Hi. erblinden. Jedes Ohr Denken Sie noch nicht einmal Ach. daran, hier einzubrechen. Das ist eine Brahmin. Dogmeat. Das ist nicht dein Futter. Nachher Chappi. Musst du eigentlich was essen? Was du denn da? Billy. Hey Mann, was geht ab? Billy Creep nenne ich dich. Das ist ganz schön creepy, wie du hier vor der Tür stehst. Bis später. Kennst du meinen Hund schon? Das ist Fleischklops. Fleischklops, das ist der unheimliche Mann. Oh, achso, es ist nachts. Deswegen kann ich da nicht rein. Soll ich dir mal mein Haus zeigen? Wenn ich's finde, dann zeige ich es dir. Ich glaube. Da. Nee, da. Ich weiß es nicht. Wer weiß das schon? Das ist mein Haus, oder? Ganz sicher. Hier mit der schönen Terrasse. Das ist doch meins, oder? Mein Haus! Yeah. Hi! Darf ich vorstellen? Klaus? Der hieß so Klaus, ne? Hab ich den Klaus genannt? Ach egal, er heißt Klaus. Klaus! Fleischklops, Fleischklops, Klaus. Ich sehe, ihr versteht euch an auf Anhieb. Guten Abend. Was darf es denn sein? Er ist schon wieder in mir drin. Ich hätte gerne etwas zu trinken. Sehr wohl, bitte sehr. Und noch mehr. Sehr wohl, bitte sehr. Erzähl mir einen Witz. Ich war mal in einem Krematorium, das Preisnachlässe für Brandopfer anbot. Ich bin untröstlich. Meine Feuchtigkeitskondensatoren müssen erst voll aufgeladen werden, bevor ich weitere Getränke ausgeben kann. Laber doch kein Bullshit. Ich wünsche einen schönen Tag. Du magst mich doch bloß nicht, Klaus. Gib's doch zu. Kann ich hier was reintun, Mensch? Ich bin mir schon wieder überladen. Ach ja, ich habe ja Wasser geholt. Ich kann doch in die Spinde was reintun, oder? Ich kann hier mein Haus dekorieren, wie ich möchte, oder? Ach, hier habe ich ja auch noch Essen drin. Zuckerbomben, die müssen mit. Die wollen die da unten in der Dings haben. Da kann ich auch noch mal hin und dann kann ich denen die ganzen Zuckerbomben geben. Was mache ich hier eigentlich? Was tue ich hier eigentlich? Brauche ich oder kann ich hier irgendwas ablegen, was ich erstmal nicht brauche? Ich glaube, wir verkaufen erstmal und dann entscheide ich das. Hey. Ich bin überladen. Es war nicht. Entschuldigung, nicht so schlau von ihm, die, das Wasser zu nehmen. Ich sehe doch, die Cherry Bomb kann man doch nicht anfangen. Ich schmeiß sie mal weg, aber nicht vor meiner Haustür. Bin ich eigentlich betrunken? Nö, ne? Das ändern wir mal. Vielleicht sollte man nur die linke Maustaste benutzen, wenn man sowas trinken will. So. Weißt du, mit ein bisschen Alk kommt dir alles leichter vor. Auch das Gewicht in deiner Tasche. Natürlich ist das nicht so. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? Dieses mechanische? Gruselig. Ey, Maggie, meinst du nicht, es ist ein bisschen zu spät für dich? Es ist 21.02 Uhr. Was ist Billy Creel eigentlich für ein Rabenersatzvater? Ich wollte zur Wasseraufbereitungsanlage. Mal gucken, ob ich da Walter treffe. Und wenn ich Walter treffe, kann ich ihm vielleicht das Altmetall andrehen. Was ist das? Oh, ich glaube, da war ich noch nie. Dogmeat? Ach, der wird schon sein. Der wird schon mich finden. Rahmen-Toilette. Hi, Lucy. Hallo, es ist schön, Sie zu sehen. Oh, in Ordnung. Ja, die Klappe. Ich wollte wissen, ob du noch was zu Ian sagst. Anscheinend ist dir das total... Da ist ja Doggy wieder. Snoop Doggy Dog. Ja, okay.
Ich würde sagen, ich mache hier erstmal ein Päuschen. Was haben wir denn so Schönes erlebt in Minefield? Habe ich Sachen geplündert? Viele, viele. Ich habe oben auch ein paar Hunde getötet zusammen mit Dogmeat. Er hat sich keine Tollwut geholt, keine Angst. Ein cooles Offiziersschwert, so ein chinesisches Offiziersschwert haben wir bekommen von diesem Ghoul-Leichen-Typ. Ja, und jetzt wollen wir eigentlich gerade unsere Sachen verkaufen und die Quests abgeben und so, aber es ist halt Nacht. Zur Wasseraufbereitungsanlage muss ich noch. Ja, aber das war's dann bis jetzt erstmal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.